Ni Hao hier nicht vom Nordpol, sondern vom Hauptbahnhof in Taipeh. Und schaut euch mal an, was der Hauptbahnhof für einen Weihnachtsbaum hat. Schaut super aus, jeder macht davor Fotos. Was für mich neu war, dass jeder so einen Ständer hat, wo er das Handy hintut und dann von sich aus ein Foto macht. Da seht ihr zum Beispiel, wie die Leute es machen. Ich weiß nicht, ob das Höflichkeit ist, dass sie keinen fragen wollen, dass er von denen ein Foto macht. Oder dass die vielleicht nicht wollen, dass jemand ihr Handy anfasst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Hauptbahnhof schaut aus hier wie ein Tempel. Also von draußen unglaublich. Würde man nie im Leben denken, dass es ein Hauptbahnhof ist. Also echt cooles Design. Was machen wir heute? Wir fahren heute mit dem Zug nach Taichung. Da hat man zwei Möglichkeiten. Man kann einen normalen Zug nehmen, so wie ich es heute mache. Oder man kann die Hochgeschwindigkeitsbahn nehmen. Ja, was ist der Unterschied? Die Hochgeschwindigkeitsbahn ist natürlich viel schneller. Die fährt 350 km/h. Und der andere Zug macht da kleine Stopps, fährt viel langsamer. Aber was ihr nicht vergessen dürft, der Hochgeschwindigkeitszug hält nicht am Bahnhof von Taichung, sondern an einem Bahnhof, der ein bisschen weiter entfernt ist. Und dann müsst ihr wieder rein in die Stadt. Und da mein Hotel beim Hauptbahnhof ist, werde ich mit dem anderen Zug fahren. Da brauche ich vielleicht so 2 Stunden, 15 Minuten. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug wäre es nur 1 Stunde, aber es wäre auch doppelt so teuer. Vielleicht hätte ich mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahren sollen, um ihn einfach zu sehen, aber ich denke, drinnen ist wirklich kein großer Unterschied. Ich habe mir mal die Bilder angeschaut, drinnen schauen beide Züge etwa gleich aus und von außen schaut natürlich der Hochgeschwindigkeitszug anders aus und die Fahrt ist natürlich auch anders. Aber sei es drum, wir haben uns jetzt für die Fahrt entschieden. Ich habe die Tickets im Voraus schon gebucht online in Deutschland, es war mega einfach. Dann holt man die Tickets einfach am Schalter ab. Da vorne sind die ganzen Schalter. Es ist überhaupt keine Schlange. Ich habe die geholt in 5 Minuten oder sowas. Pass gezeigt, das war's. Und jetzt gehen wir mal runter und suchen den Zug. Wir sind jetzt hier im Zug und man hat richtig viel Platz. Schaut mal her. Ich kann mich so nach hinten lehnen. Und ich habe hier richtig viel Platz. Schaut mal. Zack. Man hat im Zug tatsächlich mehr Platz als im Flugzeug und so schaut es hier von vorne aus. Und was ziemlich krass ist hier in Taiwan, der Grad der Urbanisierung. Also überall sind Wohnungen und Häuser. Wenn ihr mal vergleicht, Taiwan ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg, hat aber 24 Millionen Einwohner und Baden-Württemberg hat, glaube ich, 11 Millionen Einwohner oder so. Taiwan hat also mehr als doppelt so viel Einwohner, obwohl es die gleiche Fläche ist. Und was beeindruckend ist, auf der Ostseite von Taiwan wohnen gar nicht so viele Menschen. Also das meiste konzentriert sich eigentlich auf dem Westen. Also die ganzen großen Städte sind eigentlich im Westen. Und im Osten gibt es gar keine großen Städte. Wir sind endlich in Taichung oder Taizong. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie man es ausspricht. Angekommen. Manche haben irgendwie Taichung gesagt und manche Taichung. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Dialekt ist oder womit es zu tun hat, aber ich werde jetzt mal Taichung sagen. Taichung ist übrigens die zweitgrößte Stadt hier in Taiwan. Ich glaube, so ungefähr 1,3 Millionen Einwohner. Und ich habe da gelesen, es soll einen coolen Markt geben, den Second Markt. Da sollen nur die Einheimischen essen gehen. Danach werden wir die Stadt ein bisschen anschauen. Und am Abend gehen wir zu dem größten Nachtmarkt von Taiwan. Ich lag falsch, indem ich euch gesagt habe, der Shilin Night Markt ist der größte Nachtmarkt in Taiwan. Aber hier gibt es anscheinend noch einen größeren. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, aber ich werde ihn euch später sagen, wenn ich dann dort bin. Und Taichung schaut auf jeden Fall ganz anders aus wie Taipeh. Es ist quick lebendig, die Gebäude sind nicht so hoch. Es schaut aus wie wirklich so eine asiatische Stadt. Also gar nicht so wirtschaftlich und total anders. Die Straßen sind auch anders angeordnet. Hier hat man nicht mehr diese Blocks, sondern jetzt ist wirklich alles kreuz und quer. Und bisher, ja, ich würde nicht sagen chaotisch, System gibt es da schon. Aber es ist nicht so geordnet wie Taipeh. Wieso sind wir eigentlich hier in Taichung? Insbesondere, weil wir einen kleinen Ausflug machen werden. Aber dazu wird es ein besonderes Video geben. Eine interessante Sache noch. Ich kann hier mit kurzen Sachen rumlaufen. Schaut mal, mit einem kurzen T-Shirt. Das war vorher in Taipeh nicht möglich. Ich bin mit einer Jacke rumgelaufen. Woran liegt es? Umso südlicher man in Taiwan fährt, umso wärmer wird es. Und hier in Taichung ist es schon viel wärmer, in Taipeh war es wirklich kalt, aber hier ist es wirklich angenehm. Und ihr werdet sehen, später im Süden wird es auf jeden Fall tropisch und noch wärmer. Ich war jetzt im Second Market, aber es war nichts los. Ich würde sagen, nur 5% der Läden hatten offen, alles zu und das schon um 4 Uhr. Ich dachte eigentlich, dass da mehr los ist. Vor allem bei Google steht ja drin, dass es bis 20 Uhr auf hat. Also lieber zum Second Market vorher kommen. Es soll hier in der Nähe eine Straße geben, wo ein Künstler verschiedene Anime-Charakter an die Wand, ich weiß nicht, gesprayt, gezeichnet, gemalt hat. Das werden wir dann sehen. Ich habe wirklich in Taipeh gemerkt, dass Anime und Mangas hier in Taiwan sehr beliebt sind. Und hier ist halt vor allem Japan schon ein großes Vorbild, das merkt man schon richtig.
Südkorea vielleicht auch ein bisschen vom Style. Ich weiß nicht, ob K-Pop hier so beliebt ist. Schaut mal her, wir haben jetzt die Anime-Straße gefunden. Und so schaut sie aus. Das ist von irgendeinem berühmten Anime, aber ich weiß leider nicht von welchem. Auf jeden Fall sind da überall Spielzeuge und so weiter. Keine Ahnung, was es ist. Und das kenne ich auf jeden Fall. Das hier ist One Piece. Ja, ziemlich cool. Schade, dass hier in der Mitte diese Lüftungsöffnung ist. Aber schaut auf jeden Fall mega aus. Schaut mal, da auch nochmal One Piece mit Ruffy. Und was haben wir hier? Da haben wir Dragon Ball. Schaut mal her. Der kleine Son Goku. Ja, da rechts, da bin ich. Die Zeichnung hier wird noch zu Ende gemacht. Da hat jemand angefangen zu zeichnen und wird das noch farbig ausfüllen. Und hier haben wir auch nochmal die ganzen Bösewichte mit Freezer und so weiter. Da oben auch nochmal die ganzen Bösewichte mit Cell. Da auch nochmal Gott. Cool, schön, dass auch noch Animes dabei sind, die ich kenne. Und hier haben wir Yu-Gi-Oh! Ja? Wer kennt es nicht? Ja, hier haben wir Detective Conan. Schade, dass nur so ein kleines Bild hier von Detective Conan ist. Aber schaut nice aus. Wow, die Straße ist echt super. Viel besser als diese Graffiti Street, die wir, glaube ich, in Gent angeschaut haben. Das ist hier für mich wahre Kunst, das muss ich sagen. Und hier haben wir Super Mario, ja. Also nicht nur Anime und Manga, sondern auch von anderen Sachen wie Nintendo Figuren dabei. Da habt ihr Super Mario und hier habt ihr Luigi. Echt nice gemacht. Und das kennt wahrscheinlich jeder. Also jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist oder in den 2000ern wahrscheinlich auch, kennt Ash Ketchum und Pikachu. Für mich eigentlich der Anime aller Animes. Also ohne den geht, glaube ich, gar nichts. Das ist eigentlich die Erinnerung für mich überhaupt. Also wer hat diese Serie nicht geschaut? Jeder hat das Spiel gespielt. Das sind wirklich schöne Kindheitserinnerungen, die man hier hat. Und hier kann man auch noch mal reingehen. Aha. Ja, wie immer, Spielautomaten. Aber schau mal her. Toy Story, cool. Toy Story. Buzz Lightyear, ich habe vergessen leider, wie der Cowboy heißt, und irgend so ein cooler Basketball-Anime, Slam Dunk. Vielleicht sollte ich mir den mal anschauen, das wäre mal was für mich. Und Naruto, schaut mal her, Naruto, auch allseits bekannt. Wir gehen jetzt zu dem größten Nachtmarkt hier in Taiwan, da werde ich jetzt ordentlich noch was essen. Und ja, das war eigentlich schon jetzt hier mein kleines Highlight, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier beim Fengjia oder Fengjia Nachtmarkt, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und hier sind alle Leute, ja. Wir sind mit dem Bus hierher gefahren, war mega Stau, hätte ich nie im Leben gedacht, weil in der Stadt nichts los war. Und als wir näher zum Nachtmarkt gekommen sind, wusste ich, ich bin hier richtig, weil hier ist viel mehr los. Und ich bin echt gespannt, ob man den Namen verdient, größter Nachtmarkt hier in Taiwan. Für uns natürlich ein bisschen untypisch, dass der größte Nachtmarkt außerhalb der Innenstadt ist. In der Innenstadt spielt sich nicht viel ab, relativ uninteressant. Das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber dadurch, dass ich die ganzen Nachtmärkte in Taipei gesuchtet habe, kenne ich eigentlich schon alles. Ich will eigentlich was nehmen, was ich noch nicht kenne. Ich habe jetzt noch was gefunden, was ich vorher noch nicht gegessen habe. Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht, was da drinnen ist, aber etwas Neues und habe ich vorher noch nicht gesehen. Für meinen Geschmack etwas teuer, aber schauen wir mal, wie der Geschmack ist. Also das ist nicht so mein Fall. Schaut cool aus, aber geschmacklich nicht so der Hit. Tut mir leid. Okay, der Markt ist echt riesig. Vor allem, es ist halt nicht nur eine Straße. Es sind überall Straßen, irgendwie links und rechts, kreuz und quer. Ich dachte zuerst, es wäre nur eine Straße. Aber es ist tatsächlich echt groß und es gibt vor allem viel zu essen. Also es gibt natürlich auch viel Kleidung, aber hier gibt es auch richtig viel zu essen. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, ich weiß nicht, ob es der größte Nachtmarkt ist, ich weiß nicht, ob es der beste Nachtmarkt ist, aber von den Preisen her war es auf jeden Fall der teuerste Nachtmarkt, wo wir bisher waren. Die Preise waren jetzt nicht exorbitant hoch, aber es war viel höher als auf den anderen Nachtmärkten, wo wir in Taipei waren.
Das wundert mich eigentlich. Ich dachte, hier sind die Preise etwas niedriger, weil es ja eine kleinere Stadt ist und weil es nicht so international ist. Aber tatsächlich sind die Preise hier etwas höher. Ja. Aber trotzdem voll und jede Menge Leute. Und jetzt füllt sich gerade erst. Vorher war es echt okay, aber jetzt ist es richtig voll. Kommt euch das nicht bekannt vor? Schaut mal, der Mann mit den Pilzen, genau der gleiche Stand. Den haben wir doch schon mal gesehen, ja. Tatsächlich haben wir den beim Chili Night Market gesehen. Also es könnte sein, dass das wirklich hier Ketten sind. Also dass es nicht einzelne Besitzer sind, sondern dass die Menschen hier einzelne Ketten haben, hier von den Ständen. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Also ich weiß nicht, ob das eine Kopie ist oder eine Kette. Mittlerweile denke ich schon, dass es hier ein paar Franchises gibt. Ich habe mir noch so ein Crispy Chicken geholt, weil es beim Chili Night Market so gut geschmeckt hat. Allerdings ohne die Soße, weil es hätte 5 mehr gekostet. Ich habe nicht gecheckt, dass man für die Soße extra zahlen muss. Aber sei es drum, jetzt probiere ich mal das Fried Chicken ohne die Soße. Und dann weiß ich auch, wie der tatsächliche Geschmack ist. Weil dann schmecke ich nicht nur die Soße raus, sondern dann schmecke ich wirklich das Fleisch raus. Schmeckt echt gut. Aber jetzt mit der Soße essen müssen. Also mach nicht den Fehler wie ich. Esst immer dieses Fleisch mit Soße, dieses Barbecue Chicken. Ohne Soße dürft ihr das nicht essen. Das ist eigentlich 90% von dem Essen. Jetzt schmeckt es immer noch gut. Die Soße hat es perfekt gemacht und die vermisse ich jetzt echt. Ich habe endlich das gefunden, wonach ich gesucht habe. Und zwar das Chaotische, das Helle, das Bunte, das Leuchtende, das Laute. Und das ist definitiv hier beim Nachtmarkt. Also hier ist es endlich mal ein bisschen wild. Im Gegensatz zu Taipei, wo alles brav war, europäisch, westlich und so weiter. Aber das hier für mich, das ist das pure Asien. Keine Gehwege auf der Straße, Motorroller, überall Farbe bei den Werbungen und leuchtende Werbungen, leuchtende Schrift. Das ist das, wonach ich gesucht habe. Und wirklich, die Innenstadt war für mich am Anfang erst ein bisschen tot. Aber das hier ist jetzt hier zum Leben erwacht. Auf einmal sind alle Leute hier, was hier komisch ist. Wobei, was heißt hier komisch, was vielleicht eigenartig ist, dass keiner Alkohol trinkt. Also ich habe keinen gesehen, der hier mit dem Essen irgendwie wenigstens ein Bier hat oder so. Also die trinken hier gar keinen Alkohol zu dem Essen. Und auch so habe ich keine Bars gesehen oder dass irgendjemand hier Bier verkauft oder ähnliches. Also ganz anders wie bei uns. Also nicht so wie Thailand und Vietnam. Die meisten trinken halt ihren Bubble Tea, Limonade oder so süße Getränke. Aber tatsächlich wird Alkohol hier gar nicht so getrunken. Ich dachte eigentlich schon, dass sie draußen was trinken. Mein Gott, deswegen leben die wahrscheinlich länger als wir. Und wenn es an einem Mittwoch schon so voll ist, wie wird es erst am Wochenende sein? Wieder so ein Bubble Tea gekauft. Ich habe den Typen gefragt, was er mir empfehlen kann. Und er hat mir was gegeben, aber Bubble Tea, tut mir leid. Ich werde mich mit dem nicht anfreunden können. Ich glaube, das liegt vor allem daran, weil die Milch hier viel anders schmeckt als bei uns. Ich habe mir schon Kakao gekauft bei 7-Eleven und der hat auch nicht geschmeckt und das war der gleiche Geschmack. Also es liegt nicht am Getränk selber, einfach die Milch ist nicht so wie unsere. Also mein letztes Essen für heute, außer ich finde noch eine Süßigkeit, die mir gefällt, aber von Fleisch und Fisch werde ich das jetzt letztes haben. Calamari mit Käse. Ja, man konnte verschiedene Sachen nehmen. Da ich scharf nicht so mag, habe ich jetzt Käse genommen. Und interessant, wie das schmeckt. Aber echt teuer hier. Die kleine Portion hat 100 gekostet. Also 3 Euro. Für so 60 oder 70 findet ihr hier kaum was. Und jetzt probieren wir mal das aus. Boah. Das schmeckt echt gut. Also Calamari mit dem Käse. Das Beste, was ich heute eigentlich gegessen habe. Eine Sache gibt es, die ich hier noch nicht gecheckt habe. Und zwar, wo man den Müll wegschmeißt. Es gibt überhaupt keine Mülltonnen. Die nehmen die Leute den ganzen Müll mit nach Hause. Komischerweise sind aber die Hände von denen alle leer. Und ich habe 2-3 Mülltonnen hier im ganzen Viertel gefunden. Und das Viertel ist riesig. Und die waren abgesperrt. Der Nachtmarkt war echt nice. Hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es der größte ist, aber ich denke mal, es ist der Nachtmarkt, wo am meisten los ist. Es gibt aber einen großen Nachteil, und zwar der Nachtmarkt ist echt weit weg von der Innenstadt. Ich bin jetzt wieder zurück in der Innenstadt, aber ich musste 50 Minuten mit dem Bus fahren. Bringt auf jeden Fall Zeit mit, wenn ihr zu dem großen Nachtmarkt geht, weil der ist wirklich ein bisschen weit außerhalb der Stadt. Ich werde jetzt den Abend nochmal abschließen, indem ich zu dem Nachtmarkt hier vor meinem Hotel gehe. Direkt vielleicht 2 Minuten Fußweg gibt es noch einen Nachtmarkt. Hier ist auch noch ziemlich viel los, obwohl es eigentlich schon zu spät ist. Und jetzt werde ich auch noch ein paar Sachen hier probieren, weil ich habe nichts zu Mittag gegessen, nur Abend. Also es passt noch was rein. Habe ich eigentlich gesagt, dass es in Taichung warm ist? Ja, ich habe es gesagt, aber jetzt habe ich doch meine Jacke rausgeholt, weil am Abend wurde es dann doch ein bisschen kühl. Aber immer noch wärmer als in Taipei. Wer einen Nachtmarkt in der Stadtmitte sucht, sollte auf jeden Fall hierher kommen. Kleine enge Gassen mit Kleidung. Also für die Leute, die shoppen wollen und kleine Größen haben, auf jeden Fall interessanter.
Und ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Essen. Also, ich muss mich berichtigen, es gibt doch bestimmt was in meiner Größe, weil ich gesehen habe, dass viele Leute hier Oversize-Sachen tragen und die entsprechend auch so verkauft werden. Wir sind hier definitiv im Viertel der jungen Leute. Der Altersdurchschnitt ist bestimmt bei 20. Und schaut mal an, es ist schon echt viel los. Und das ist schon das Krasse, beim Fengier Nachtmarkt war auch richtig viel los und hier nochmal mehr Leute. Alle kommen auf einmal nachts raus und holen sich was zu essen. Der Nachtmarkt hier ist definitiv nicht der größte, aber sehr authentisch, weil hier nur Einheimische sind. Ich habe hier keinen Touristen gesehen, nur Einheimische, die eingekauft haben, Kleidung, Essen und so weiter. Also essenstechnisch nicht so riesig, aber Kleidung shoppen könnt ihr auch. Und in der Parallelstraße ist die Einkaufsstraße. Da sind dann die richtigen großen Brands wie H&M und so weiter. Aber hier so kleine lokale Shops, wo es ganz coole Sachen gibt. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen geholt, die werde ich jetzt essen. Was habe ich mir geholt? Wieder so ein Fried Chicken. Ja, zum 100. Mal. Aber er hat gemeint, es ist Käse drinnen. Also wird es hoffentlich ein bisschen anders sein. Auch salzig. Endlich mal Salz. Das Komische ist, an seinem Stand war keiner und dann bin ich hingegangen und dann, als ich dort war, sind wieder Leute gekommen. Ihr müsst nicht unbedingt darauf achten, wo wie jemand wartet. Manche Stände sind leer, da ist keiner, dann sieht es wieder jemand, der geht dann wieder dahin und das ist dann alles Psychologie. Das schmeckt eigentlich wie ein Cordon Bleu. Jetzt habe ich mir so noch eine Limo geholt zum Trinken. Kein Bubble Tea mehr. Ich werde mir kein Bubble Tea mehr holen. Limo super. Schmeckt wie Eistee. Also die Limos sind echt gut. Mein Tipp, also holt euch lieber eine Limo statt den Bubble Tea. Übrigens, ich glaube sogar, der Bubble Tea wurde hier in dieser Stadt erfunden, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe jetzt nicht den Laden gesucht, weil der wird bestimmt gehypt und wie gesagt, ich bin kein Bubble Tea Liebhaber, von dem her brauche ich das nicht. Und schaut mal, wie schön der Käse einfach rausquillt. So soll es sein. Endlich mal was Neues, weil das meiste kommt echt einem bekannt vor. Man hat das Gefühl, es sind mehrere Ketten und nicht einzelne Läden. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich was Neues esse. Hier gibt es noch so einen kleinen Komplex. Die Lampen schauen oben aus wie so kleine Quallen. Da vorne ist auch ein bisschen Licht. Und hier schaut es echt super aus. Und schaut euch mal das da oben an. Das schaut auch top aus. Und dazu kennt ihr meine Meinung. Und die Dinger sind ja hier überall. Schaut euch mal das an, wie viel davon sind. Echt eine Pest, diese Maschinen. Unglaublich. Und hinten ist die Beleuchtung auch nochmal schön. Da gehe ich auch nochmal schnell hin. Schaut mal, super in so einer kleinen Seitenstraße, die ein bisschen versteckt ist, wo man nicht so viel sieht. Aber sieht doch top aus. Ni Hao hier vom Tag 2 in Taichung. Wer jetzt wartet, dass ich in das Rainbow Village gehe, den muss ich leider enttäuschen. Das ist leider zu, weil da gerade renoviert wird. Schaut euch mal die Bilder bei TripAdvisor an. Das schaut echt cool aus. Schade, dass es leider zu ist. Dafür gehen wir jetzt zu einem Geschäft, wo es Pralinen gibt und Gebäck und so weiter. Und das soll ziemlich cool ausschauen. Und mal sehen, ob es wirklich dem Hype gerecht wird und ob es so schön ausschaut und ob ich mir drin vielleicht sogar was hole. Wir sind da, aber man merkt schon, dass es eine sehr berühmte Sehenswürdigkeit ist. Weil jetzt gehen sehr viele Leute rein. Hier sogar so ein Touristenführer mit so einer Flagge. Anscheinend ist ein ganzer Reisebus da. Oh, da hinten ist ja der Reisebus. Schaut mal. Also ein ganzer Reisebus ist hierher gekommen, um das Gebäude anzuschauen. Also muss es schon wirklich berühmt sein. Der Eingang schaut schon mal cool aus. Da hinten habe ich gesehen, da stehen viele Leute an, weil man da Eis kaufen kann. Wieso auch immer. Wahrscheinlich wird es gut schmecken. Aber gehen wir mal rein und schauen wir mal, wie es drin ausschaut. Okay, das ist echt krass. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Leute hergekommen sind. Ah, da die ganzen Pralinen. Wow. Also wirklich super schönes Gebäude. Das haben die echt gut hinbekommen. Schaut mega nice aus. Also ich bin echt begeistert.
mehrere Stockwerke, da kann man noch hoch. Noch mit schöner Musik. Und alles muss blitzblank sein. Mein Problem ist ja, dass ich ein bisschen schokoladensüchtig bin und wenn ich mir hier was kaufen würde, würde ich es gleich sofort aufessen. Also ich bräuchte dann wirklich schon eine große Portion. Das schaut echt nice aus. Lasst uns doch mal hochgehen und schauen, wie es oben ausschaut. Schaut mal, wie nice es von hier ist. Da habt ihr von der Treppe aus eine super Aussicht. Und da könnt ihr essen und trinken, einen Kaffee haben. Also es gibt unten auch ein Menü, da kann man reinschauen. Dann kann man Platz reservieren. Aber es ist nicht so voll, also ich denke, man muss nicht im Voraus reservieren. Vielleicht ist es am Wochenende voller, aber heute unter der Woche ist echt okay. Schon echt nice gemacht, auf jeden Fall mein Lieblingsgebäude hier in Taichung. Vielleicht hole ich mir jetzt noch was kleines Süßes und trinke noch was. Wir gönnen uns jetzt doch mal eine etwas schöne, aber teure Sache. Und zwar Tee, hier, da habt ihr eine Tasse, die ist mega schwer. Ich kann die gar nicht mit der Hand heben. Schaut euch mal die Teetasse an, die schaut mega schick aus. Also wenn es unten eine zu kaufen gibt, würde ich sogar mal schauen, was sie kostet, weil die super schön ausschaut. Schaut mal, was da Süßes dabei ist. Schaut mal, wie viele Leute hier in der Schlange warten, um sich Eis zu kaufen. Also das muss echt gut schmecken, wenn so viele Leute hier warten. Und es ist nicht mal warm, es ist Winter, wie gesagt. Schon ein bisschen kühl. Vielleicht schaue ich doch mal kurz rein, um zu sehen, wie es ausschaut. Naja, Eis brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe genügend Süßes gegessen. Es war echt nicht günstig, aber das Essen in Miyahara hat sich gelohnt. Es waren zwar viele Süßigkeiten, aber es hat schon satt gemacht. Also insgesamt habe ich dann kein Mittagessen gebraucht. Für zwei Personen war es echt okay. Ich meine, eine große Teekanne, eine große Kaffeekanne und das ganze süße Zeug. Das hat mich jetzt eigentlich so satt gemacht. Ein bisschen kann ich noch beim Nachtmarkt essen. Es war auf jeden Fall eine coole Location, deswegen habe ich mir jetzt mal was gegönnt. Wir gehen als nächstes zum Hanji-Nachtmarkt. Ich habe da den Bus genommen, circa 20 Minuten habe ich von der Innenstadt gebraucht. Das ist so ein kleines Manko, dass die Mobilität in Taichung ja nicht so ganz einfach ist. Also man kommt von A nach B nicht so schnell wie in Taipei. Ich weiß, ich erzähle euch was immer über Nachtmärkte, aber das Leben erwacht nun mal hier beim Nachtmarkt. Also alle kommen erst raus. Oh, jetzt wird es aber laut. Jeder kommt erst raus, wenn es Nacht ist, wenn es beleuchtet ist. Tagsüber sieht man wirklich wenig Menschen und dann auf einmal kommen wirklich alle raus. Also tut mir leid, aber die Kultur ist nun mal so. Also endlich mal ein offener Nachtmarkt. Das gefällt mir ganz gut, dass es nicht nur eine Straße ist, sondern dass es so eine Freifläche ist, wo dann jeder seinen Stand hat. Wir gehen jetzt einfach mal durch und schauen mal, was es zu essen gibt. Vielleicht finden wir ja was Neues oder wir essen wie immer was Altbekanntes. Der große Unterschied hier ist wirklich, dass es wie ein Bazar ausschaut. Also alles wird an den Ständen verkauft, es gibt keine Geschäfte oder so. Und es gibt alles. Es gibt Essen, es gibt Kleidung, es gibt Elektronik. Die erste Straße, wo wir vorbeigelaufen sind, da war vor allem Essen. Und hier, wo wir jetzt rumlaufen, da ist eigentlich am meisten Kleidung und ein bisschen Elektronik mit dabei. Aber es sind viele solche Straßen. Erinnert ein bisschen wirklich an so einen Nachtflohmarkt, was wir in Deutschland als Nachtflohmarkt verstehen. Und ja, gefällt mir bisher echt gut. Ist wirklich turbulent hier. Ich habe was gefunden, was ich noch nicht probiert habe. Und zwar, hier gibt es irgendwas, wo alle Leute warten. Da gibt es irgendwie so Fleischstücke, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Ich werde mir jetzt mal die lange Schlange gönnen, auch wenn ich ein bisschen warten muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt Tofu haben, was ich eigentlich gar nicht essen wollte, aber... Ist tatsächlich Tofu, aber schmeckt gut. Tatsächlich das beste Tofu, was ich hier gegessen habe. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem stinkenden Tofu. Ja, zu Recht haben die Leute da gewartet. Ich habe mir jetzt noch was Süßes geholt. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Auf jeden Fall was ich noch nicht gegessen habe. Also drin ist Milch. Man konnte entscheiden zwischen der Füllung Milch oder Schokolade. Ich habe jetzt mal mit Milch genommen. Mega. Also das schmeckt echt gut. Eine der besten Süßigkeiten, die ich auf jeden Fall hier gegessen habe. Weil so viel gutes Süßes haben die tatsächlich hier komischerweise nicht. Ich habe mir jetzt noch so eine Chicken Roll geholt. Mit Käse drin.
Mega. Also alles, was mit Käse drin ist, gefällt mir richtig gut. Und der Nachtmarkt gefällt mir auch richtig gut. Sehr einheimisch. Fast nichts auf den Schildern steht auf Englisch, also vielleicht auf 2% der Schilder. Ich habe keinen aus dem Westen hier gesehen, also wirklich nur Einheimische. Weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist. Wow, schau dir mal das an, das muss der Weltrekord sein für das größte Ringspiel in Taiwan, vielleicht sogar auf der Welt, ich weiß nicht. Dieses Ringspiel habe ich ja schon mal in Taipei gespielt, aber schau dir mal an, wie viele Sachen hier sind. Ich habe mir jetzt noch Cheese Calamari geholt, sahen mega saftig aus. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein Fan bin von allem, wo Käse mit drin ist. Und bei Calamari mit Käse, da kann ich natürlich nicht widerstehen und nicht Nein sagen, deswegen gönne ich die mir. Also die Calamari definitiv mit Käse probieren. Ohne Käse und ohne eine Soße sind die nicht so geil, aber mit Käse viel, viel besser. Ich gebe euch noch eine kleine Roomtour vom Hotel. Also das war auf jeden Fall eins der Hotels mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich bisher hatte. Einziges kleines Manko ist dieses Fenster hier, weil man hat keins. Zack, da ist die Wand. Das sieht aus wie so ein Fenster. Ich hatte irgendwie hier das Gefühl, als wäre ich im Casino. Ich wusste nicht, wie spät es ist. Wenn ihr irgendwo nach Asien reist, nehmt lieber ein Zimmer mit Fenster, weil dann habt ihr das Gefühl, wenn ihr aufsteht, okay, es ist Tag und so, wisst ihr wirklich nicht, wann Tag und Nacht ist. Ansonsten wirklich top. Hier schön großes Bett. Und jetzt komme ich zum Highlight von dem Zimmer, das Bad. An sich schaut es jetzt nicht so besonders aus, aber schaut mal her, wir haben so eine asiatische Toilette her. Ich kann die asiatische Toilette jetzt leider nicht vorführen, weil die hat einen Sensor. Man muss sich hinsetzen und dann funktioniert die. Auf jeden Fall hat die Toilette eine Sitzheizung und so wie ihr es kennt, man drückt und dann kommt die Spülung. Und die Spülung putzt euren Popo. Also eine bessere Toilette habe ich echt noch nicht gehabt. Die hätte ich echt gern zu Hause gehabt. Naja, genug zur Toilette. Taichung war echt interessant. Tagsüber ist halt nicht so viel los. Abends erwacht irgendwie das ganze Leben. Vor allem die Nachtmärkte, da spielt sich alles rum. Und die Stadt hat mir eigentlich echt gut gefallen. Ich bin froh, dass ich hier war. 2 volle Tage reichen auf jeden Fall aus, hier zu sein. Und die restlichen Tage, die ihr dann hier seid, macht einen Ausflug zum Sun Moon Lake oder ins Nantou-Gebirge. Das war's jetzt hier von Taichung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Also, bis dann. Ciao.